Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil, zu meinem Experiment für den Grapefruit-Kernextrakt. Ich kriege das Wort immer noch nicht fehlerfrei ausgesprochen. Ja, es ist jetzt ein paar Tage her, nachdem ich das erste Video gemacht habe und die Petrischalen, die brüten so vor sich hin. Ich habe auch gestern schon mal die eine Kultur nachgesehen und habe schon mal ein paar Fotos gemacht. Die stelle ich dann in meinen Abschlussbericht auch auf die Internetseite www.derselbermacherblog.de. Und da gibt es dann einen Bericht über dieses Experiment, wo ich auch noch mal ein paar Details beschreibe, die ich im Video gar nicht so erzählt habe, weil es sonst einfach zu lang würde. Da könnt ihr noch mal alles nachlesen, wenn ihr wollt. Ja, und jetzt heute bin ich etwas aufgeregt. Immer wenn man in den Raum reinkommt, wo die Dinger liegen auf der Heizung oder an der Heizung, da merkt man schon so einen leichten Geruch. Irgendwas ist da anders, ja. Ich nehme an, das ist die Kultur, die ich aus Brühe hergestellt habe, dass die so langsam anfängt, irgend so einen Geruch zu verströmen. Und heute wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich nehme mal an, alle, die diesen zweiten Teil jetzt sich anschauen, die haben auch den ersten Teil gesehen. Also brauche ich nicht mehr großartig zu erklären, was ihr hier vor euch findet in den Petrischalen. Fangen wir zunächst mal mit der ersten Charge an. Das sind diese rosanen auf Kartoffelstärke-Basis. Ich habe die in so eine Tüte hier gepackt. Die sind, naja, nicht ganz luftdicht, aber schon so ziemlich. Einfach um weitere Umwelteinflüsse auszuschließen. Und falls der Geruch zu schlimm wird, habe ich mir schon Unterstützung besorgt. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen, weil dann versteht ihr mich leider nicht mehr. Aber ich bin etwas empfindlich, was Gerüche angeht. Okay, so, dann gucken wir mal. Also was man zunächst erkennt an den Dingern hier, ich werde euch gleich noch ein bisschen näher holen, ist Kondenswasser, was sich oben an der Petrischale gebildet hat. Aber wenn man das so sieht, ist das fast überall der Fall. Das dürfte 5 sein. 5, 4, 3, 2, eieiei, 1. Ah, spannend. Ich packe mal die zweite Charge aus und dann hole ich euch gleich mal dazu. Jetzt bin ich gespannt, was der Geruch macht. Es riecht schon so leicht wie schlechte Suppe. Kennt ihr das, wenn ihr Suppe zu lange im Topf stehen lassen habt? Dann so einen leicht komischen Geruch bekommt, so noch so ein bisschen so leicht essbar, aber auch schon nicht. Ja, okay. Interessant. Also eins kann ich euch jetzt schon mal sagen, egal wie das Ergebnis ausfällt, ich glaube, es wird nicht ganz eindeutig. Aber schaut mal selber. Ich versuche euch mal dazu zu holen. So, also nochmal kurz zur Erklärung. Auf der Seite ist jeweils die Nummer 1 und dann geht es hier weiter Richtung 5. Hinten liegen dann die beiden Fünfer. So, und jetzt machen wir gleich mal den Deckel auf. Also, falls man das im Video nicht ganz so gut erkennen kann, ja, ich vermute es mal, ich mache euch Detailaufnahmen von gleich und die stelle ich dann nochmal ins Internet. Dann könnt ihr euch die Detailaufnahmen von nahem einmal anschauen. Ich habe auch hier gleich so ein USB-Mikroskop, da können wir mal schauen, ob wir hier ein bisschen mehr drauf erkennen können. Also jetzt öffnen wir erstmal die erste Charge. Also auf der ersten Charge, die ist ja komplett unbehandelt. Da ist ja, habe ich einfach nur Leitungswasser benutzt. Hier sieht man eindeutig irgend so einen, ja, einen dicklich schmierigen Film, der sich überall gebildet hat. Und es ist auch deutlich nasser als der Rest, obwohl ich nach bestem Wissen und Gewissen die gleiche Menge an Flüssigkeit benutzt habe. Es scheint also irgendeine Kultur hier drauf zu wachsen, die, ja, die so eine Art Schmierfilm bildet hier.
Das ist übrigens die Kultur, die mit dem wenigen Grapefruitkernextrakt behandelt wurde. Und das ist die, die mit dem mit der konzentrierten Grapefruitkernlösung behandelt wurde. Und man sieht schon einen Unterschied, glaube ich. Also man hat zwar auf allen Kulturen diesen Schimmelpilz, und ich im Nachhinein denke ich mir auch, hätte ich den Schimmelpilz mal weggelassen. Also ich habe also an einer ganz bestimmten Stelle Schimmelpilz gefunden und den habe ich mit aufgenommen und überall mit draufgetragen in meine Kontaminationskultur da. Und den hätte ich vielleicht weggelassen, hätte man eventuell noch ein bisschen mehr erkannt. Also hier sind ganz deutlich diese runden Kringel überall, diese Bakteriennester, diese Kulturen hier zu erkennen. Und bei der Grapefruit-Kernextrakt-Mischung mit den über 60 Tropfen auf die Hälfte, also schaut nochmal nach, was ich da gemacht habe, sind meiner Meinung nach deutlich weniger Bakterien zu sehen. Und was ich jetzt interessant finde, ein ähnliches Bild finde ich auch auf der Kultur hier mit den Grapefruit-Kernen. Um den Grapefruit-Kern ist es so ein bisschen schmierig geworden, das ist klar, weil vielleicht ein bisschen Wasser ausgetreten ist. Aber auch der Rand ist einigermaßen sauber geblieben. Und was mich etwas verwundert ist, ich habe hier die Kultur, schaut mal. Gucken, ob ich die Kamera an der Stelle noch mal ein bisschen schärfer kriege. Das ist die Kultur, die ich mit Desinfektionsmittel behandelt habe. Auch hier sind Bakterien zu sehen, vor allem der Schimmelpilz. Also ich glaube, dass der Schimmelpilz sich da besonders gut bildet, wo wenig Bakterien sind, dass sie sich quasi überlagern ansonsten und dass sie sich gegenseitig die Nährstoffe vielleicht wegnehmen und dass da, wo ich die Bakterien bekämpft habe, nämlich hier bei den Kulturen, bei diesen Kulturen, dass sich da besonders gut der Schimmelpilz gebildet hat. Und hier, wo viele Bakterien sind, in der zweiten Kultur, da ist auch weniger Schimmelpilz zu sehen. Und gerade an den äußeren Bereichen, wo viele Bakterien sind, da ist auch wenig Schimmelpilz zu sehen. Und hier, da ist ein durchgehender Schmierfilm. Das sieht auch sehr, sehr schleimig aus bei der ersten Kultur. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Schauen wir uns mal die zweite Kultur. Ich mache die mal zu so lange. So. Schauen wir uns mal den zweiten Ansatz an. Ja, man riecht schon deutlich, aber es ist noch nicht so viel zu sehen, meiner Meinung nach. Also man sieht deutlich weniger Bakteriennester, obwohl sich hier so einzelne Punkte überall gebildet haben. Aber merkwürdigerweise auch, wenn man mal so 2 und 5 vergleicht, dann ist auf dem Medium mit dem Desinfektionsmittel sind schon mehr Bakteriennester zu sehen, als da, wo der Grapefruitkernextrakt draufgesprüht wurde. Aber man sieht jetzt keinen Unterschied zwischen Grapefruit-Kernextrakt schwach und stark. Wobei bei dem starken vielleicht sogar noch mehr zu sehen ist als bei dem schwachen, komischerweise. Und auch bei den Kernen ist schon was zu sehen. Vor allem, ich glaube, dass hier der Kern anfängt zu schimmeln. Das ist ja auch schon sehr merkwürdig. Also ich glaube, diese Kultur, die braucht noch deutlich mehr Zeit, damit man da ein Ergebnis hat. Schauen wir uns das Ganze doch mal unter dem Mikroskop an. So, ich habe jetzt quasi mein USB-Mikroskop an meinem Laptop angeschlossen und filme das jetzt hier einfach mal ab. Ich glaube, das ist am einfachsten. Was ihr hier seht, das ist kein Zahn, sieht aus wie ein Backenzahn irgendwie. Das ist der Grapefruit-Kern, der halbierte. Das Weiße scheint hier dieser Schimmelpilz zu sein. Und um den Grapefruit-Kern herum ist eine nasse Schicht, die aber, soweit ich das sehe, keine Keime oder so enthält. Also ich sehe zumindest keine. Ist einfach nur so eine milchige Flüssigkeit hier. Der Kern an sich scheint ja noch ganz taufrisch zu sein hier, wie man das so sieht.
Und wenn man jetzt mal rüberschwenkt zu diesen Kernstücken, da ist dazwischen ist doch schon deutlich so dieser Schimmelpilz da zu sehen, dieses weiße Zeug, das scheint irgendwie so eine Art Pilz oder sowas zu sein. Dieser Schimmelpilz. Der hat sich auch um die Kerne drumherum entwickelt, um diese Kernstückchen. Ganz am Rand dieser Kultur, das ist übrigens die Nummer 4, die ich hier gerade betrachte, ganz am Rand finden sich so kleine weiße Bakteriennester. Seht ihr das hier? Diese kleinen Eiterbeulen, möchte ich es mal benennen. Ne? Okay, das ist jetzt die Kultur Nummer 4. Schauen wir uns doch noch mal eine andere an. Nehmen wir mal die Einser, die allererste. Also die ist wirklich sehr, sehr schleimig überall. Ich habe jetzt einfach mal von der Mitte her so ein Bakteriennest hier mir rausgesucht oder was auch immer das sein mag. Ich hoffe, es schaut mal der ein oder andere Biologe zu und kann mir vielleicht was dazu sagen, was das eventuell sein könnte. Entweder an der Vergrößerung hier oder vielleicht später anhand der Fotos. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bakteriennester hier so charakteristische Formen ergeben, dass man da vielleicht irgendwas dran erkennen kann. Also insgesamt hier alles sehr, sehr schleimig und schmierig. Die gesamte Oberfläche, das ist wie gesagt Nummer 1, das, was ich nur mit Wasser behandelt hatte. Also schauen wir uns mal Kultur Nummer 2 an. Versuche das mal ein bisschen schärfer zu bekommen. So, das scheint mir doch ganz schön scharf zu sein. Da sind überall so kleine Nester zu sehen. Hier zwischendurch mal wieder so eine große Eiterbeule. Aber es sieht schon deutlich anders aus, muss ich sagen. Also man sieht wirklich einen Unterschied. Hier in der Mitte ist nochmal so ein ganz ekliges Ding. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Sie erinnert mich so ein bisschen an so ein Werthers Echte. Hier noch eine richtige gelbe Eiterbeule. Also das ist wirklich schon ein richtiges Sammelsurium an verschiedenen Bakterien und Kulturen. In der Mitte ist wieder dieses Weiße, dieses Gespinst, das ist wieder dieser Schimmelpilz vermutlich. So, jetzt guck, das ist wie gesagt Nummer 2. Jetzt gucken wir uns im Gegensatz mal die Nummer 3 an, da wo ich mehr von dem Grapefruit-Kernextrakt benutzt habe. So, also da ist wieder sehr, sehr viel Schimmelpilz, aber nur vereinzelt hier nochmal so ganz leicht im Ansatz. Mal gucken, ob man das hier reinkriegt. Diese kleinen weißen Bäulchen hier, aber deutlich weniger schon. Hier ist ein Übergang zu so einer schleimigen Schicht. Das kann natürlich auch sein, eine Ecke, wo der Grapefruit-Kernextrakt nicht so richtig hingesprüht wurde. Wenn man im Video in Nummer 1 sieht, wie ich das gemacht habe, ich habe also von der Seite schräg gesprüht. Kann ja sein, dass auf der einen Seite, wo der Rand der Petrischale war, vielleicht nicht genauso viel hingekommen ist. Das könnte also von dem Bild her, was ich hier sehe, durchaus sein. Hier ist der Übergang, wo es dann etwas trockener wird und wo dann der reine Schimmelpilz quasi anfängt. Jetzt gucken wir uns im Vergleich nochmal die Nummer 5 an. Also ich würde fast sagen, die sieht so ähnlich aus. Auch hier hauptsächlich dieser Teppich aus dem Schimmelpilz und vereinzelt hier diese kleinen versteckten weißen Knubbel. Also unter dem Schimmelpilz wachsen so ein paar Bakterien hier. Und auch hier gibt es an der Seite so eine leichte Schleimschicht. Ich vermute auch, das ist wieder die Stelle, wo das Desinfektionsmittel, weil von der Seite angesprüht, nicht ganz hingekommen ist. Tja, schwierige Sache. Also ich hoffe, dass wirklich so ein paar, ein, zwei, drei Biologen mal zuschauen, die das Ganze vielleicht auch noch mal beurteilen. Also für mich ist eins klar, ganz ohne ist dieses Plättchen absolut schleimig. Das ist total, ja, eine total schleimige Oberfläche. Und alle anderen Kulturen haben nur vereinzelt schleimige Stellen, und zwar immer so wie hier. Man kann das hier ganz gut erkennen. Ich hoffe, man sieht das hier auf dem Bild.
Ich, wie gesagt, ich fotografiere ich das nachher mal kurz scharf stellen. So, nur auf dieser Seite hier, da ist so eine schleimige Stelle und ich vermute, das liegt daran, weil ich einfach von hier aus auf dieses Plättchen gesprüht habe, sodass der Rand quasi, wenn ich das hier von hier besprühe, dann ist der Rand, der schützt dieses Plättchen da so ein bisschen vor diesem Nebel und dann wird dieser Rand hier nicht besprüht und der Rest ist besprüht worden und deswegen bildet sich hier genau die schleimige Stelle wie auch beim Plättchen Nummer 1 und der Rest ist ja quasi mit dem Desinfektionsmittel besprüht worden und ist, naja, ist jetzt nicht sauber geblieben. Ich hätte echt gehofft, wenn das ein anständiges Desinfektionsmittel wäre, dass man da gar nichts sieht, weder Pilz noch Bakterien, dass das quasi so, ja, sauber bleibt. Aber das hat nicht geklappt. Aber was mich halt ein bisschen verwundert ist, dass mit dem Grapefruit-Kernextrakt, da gibt es doch schon hier so einen richtigen Zirkus an Bakterien. Also da ist wirklich alles drin. Aber es sieht deutlich anders aus als mit dem Leitungswasser. Das verwundert mich. Also es muss, ne? Das ist im Prinzip das, ja, was mich am meisten verwundert. Einmal nur das reine Leitungswasser und mit dem Grapefruit-Kernextrakt. Ein deutlich anderes Bild. Was das jetzt für eine Auswirkung hat, weiß ich nicht. Also für mich sieht das mit dem Grapefruit-Kernextrakt schon fast schlimmer aus als das andere. Aber dieses schleimige Zeug auf dem Leitungswasser Plättchen hier ist wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, vielleicht ist das sogar das Schlimmere und das ist das, was hier vielleicht fehlt, was durch den Grapefruit-Kernextrakt vielleicht unterdrückt wurde und deswegen haben sich hier ganz viele andere Bakterien gebildet. Ich weiß es nicht. Also es wäre schön, wenn sich der ein oder andere, der sich auskennt, mal die Fotos im Detail anschaut und man mal ein bisschen was dazu schreibt. Am besten auf der Internetseite kommentieren oder unter dem Video dann nochmal einen Kommentar drunter schreiben. Ich werde diese ganze Geschichte jetzt hier noch mal ein paar Tage laufen lassen und werde dann im Nachgang mal schauen, was ich für Feedback bekommen habe und das dann in einem dritten Teil noch mal für euch alles zusammenfassen. Also ich kann jetzt aktuell nur sagen, es gibt einen Unterschied zwischen nicht behandelt und behandelt, ja. Wie der aber aussieht, was das für Konsequenzen hat, das kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wie gesagt, schaut euch die Bilder in Ruhe an und ja, also zur Vorsicht werde ich jetzt weiter meine Grapefruit-Kerntropfen nehmen, ja, und ja, hoffe einfach mal auf ein positives Ergebnis. Also in dem Sinne, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, macht's gut, euer Dennis.